So, gucken wir mal. Irgendwie müssen wir hier runterkommen. Ja. Müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo runterklettern können. Kannst auch nirgends runterklettern. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Wie komme ich da ran? Na, hier würde es ja weitergehen. Ja, bloß bis dahin springen ist auch, oh, ist da was? Oh, nee, macht er nicht. Scheiße. Ob wir vielleicht von oben einfach runterspringen müssen und dann diesen komischen Sprung vollführen? Ich glaube es zwar ja nicht, aber. Nee, du geh da hoch. Hallo. Ach, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, das wird was. Jawohl. Wie ist das Ding? Das Ding ist nämlich, werdet ihr hier runtergefallen. Werdet ihr nicht gestorben, also nicht gleich gestorben, sondern hättet abwarten müssen, bis ihr desynchronisiert seid. Und dann werdet ihr einfach in der Story weiter vorgeportet. Sprich, das hier habe ich nie erlebt. Ja, also ich wurde dann echt ziemlich. Also ich weiß nicht, wie weit, inwiefern weit ich geportet wurde. Aber es war schon. Ja, und jetzt hier runter oder was? Sieht so aus. Großes Stück weit vor. Das Ding nicht abhauen wollen. Also ich werde mir jetzt hier noch ein bisschen Fell sammeln, dass ich ihn verkaufen kann, damit ich ein bisschen Geld habe für den Anfang. Ein Hirsch hat hier getrunken. Ein Hirsch werden wir uns auch schon schneller legen. So, wo bist du? Nein, jetzt. Mitten ins Herz. Bam! Na toll, jetzt krieg ich dich nicht hier oder was? Oh nö. Oh Kacke. Ist ja jetzt doof. Toll, jetzt kann ich den hier nicht häuten. Scheiße. Nur weil du jetzt hier fallen musstest, oder was? Oh Mann. Ja, können wir leider nicht. Werden wir mal weitergehen? Ah, da ist ja noch einer. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
Dann lass den Hirsch doch Hirsch sein. Boah, dann Konrad alle Tiere gehäutet, ihr. Hä? Ja, und das raff ich nicht. Was jetzt hier schon wieder los ist. Jetzt kommt die Warnung plötzlich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was hier. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, was da jetzt schiefgelaufen ist, wie auch immer. Zack. Da ist der Händler. Okay. Also man wird hier auch in die Nähe geportet, aber da kommt dann irgendein Mann auf euch drauf zu und erklärt euch irgendwas von wegen, was ihr jagen sollt. Also weiß ich jetzt auch nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Abenteuer. Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es war auf jeden Fall sehr komisch. Okay, wir werden auf jeden Fall erstmal zu unserer Mission gehen. Oder haben wir noch irgendwas? Nö! Das ist gar nicht. Was ist das? Gar nicht. Ja. Habe die Befürchtung, dass es noch sehr weit ist und ich überlege, ob ich euch einen Cut reinmache, damit ihr das überspringen könnt, weil ist dann noch ein bisschen langweilig. Was ist denn das? Ach hier, die Wachen, okay, er ist da. Ja, weiß ich noch nicht. Ich gucke mal, wie weit das noch ist. Ach, so weit ist es auch nicht mehr. Das könnt ihr mit mir jetzt noch genießen. Diese wunderschöne gestaltete Grafik. Echt, wo man hinguckt, ist echt geil gemacht. Bis jetzt ist auch noch kein Patch rausgekommen, ja. Das ist, bestätigt meine Aussage zum Anfang hin. Während ich leider bemerken musste, dass auch bei anderen Sachen sehr doll gepatcht wurde in letzter Zeit. Geh mir aus dem Weg! Ja, Entschuldigung. Enough! Hat Assassin's Creed 3 noch nicht, glaube ich, noch nicht einen einzigen Patch. Irgendwo. Klar, gab es jetzt die Meckerei mit dem Spielstand. Oh Gott. Dass halt, wenn man sich das DLC runtergeladen hat, dass der Spielstand gelöscht wurde. Aber hey, mal ganz ehrlich, wer spielt ein Spiel, während er sich das DLC dazu runterlädt? Also ich mach's nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ist ärgerlich für die Leute auf jeden Fall, weil es stecken, denke ich mal, schon Mordspielstunden mit drin. Aber es ist jetzt nicht der Buggy-Fehler des Jahres. Kann man jetzt mal so sagen. Also ich kann mir echt... Gut, einen Spielstand zu verlieren ist mit das Schlimmste, was, denke ich mal, in einem Spiel passieren kann, außer dass es überhaupt nicht mehr funktioniert. Ah, ein Pferd! Das nehmen wir uns doch gleich mit. Hey, was machst du denn da? Das ist meins! Dich hol ich mir, du Taugenicht! Was? Ist das die Fresse oder was?
Halten Sie! Ach, jetzt habt ihr mal große Fresse, ja? Weißt du noch was? Ich soll mir gleich noch eine große Fresse haben. Das ist jetzt mein Pferd. Ja, auf jeden Fall ist es schon schlimm. Ist ja ganz richtig. Aber, sag ich mal so, wenn ich mir ein Spiel installiere, zum Beispiel. Hallo? Ich zock... Hallo? Oh, hallo? Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der. Wie heißen sie? Irokesen, ne? Irokesen, genau. Ich komme von den Irokesen-Stamm. Nee, ist schon mit das Schlimmste, was passieren kann, aber wenn ich jetzt andere Spiele spiele, wie Battlefield oder sowas, da kann ich auch nicht spielen, wenn ich mir ein DLC runterlade. Und ich denke mal, es müsste weit hingegen bekannt, oh, wir sind da, müsste weit hingegen bekannt sein, dass man das nicht macht. Ja. Ich möchte auf jeden Fall keinen kritisieren, der das gemacht hat. Ist auf jeden Fall in Ordnung, passiert und ist sehr scheiße. Dürfte eigentlich nicht passieren, aber okay. Ja. Oh, nee, da nicht hoch. Der rüpelhafte Mann. Naja, mal gucken. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Fall gleich mit der Tür ins Haus, wa? Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Toll, wir dürfen jetzt im Stall schlafen, oder was? Wunderbar. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist da denn da so ein Pferd drin? Ich muss ein Lager aufschlagen. Ah, wusste ich doch. Ein Satz mit X, das war wohl X, wa? Kollege, Schnürschuh. Aber Haus ist schon chillig, also ich könnte mir auch vorstellen, in so einem Örtchen zu wohnen. Hast deine Ruhe, keine Möchtegern, Gangster und sonst was gehen dir auf die Eier. Schön abgediehen, du kannst deins machen, kannst dich frei entfalten hier, kannst bauen, machen, tun wie du willst. Würde ich schon ganz geil finden, ne? Hast nicht diesen Großstadtstress, kannst wirklich deins alleine machen, bist nicht wirklich angewiesen auf irgendwas. Meine, klar, Geld musst du trotzdem verdienen, aber halt den größten Teil hätte man eigentlich alles hier, ne? Wie sieht's mit euch aus? Könnt ihr euch sowas vorstellen? Würde mich mal interessieren, ihr könnt's ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Jetzt darf ich jede Tür abtreten oder was? Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Der ist cool. Ich mag den jetzt schon. Ich komme hoch! Ja. Jetzt rennen wir noch einmal ums Haus. Halt, da hoch. Nein!
Ne, kannst du da nicht hochklettern? Du bist doch sonst immer so ein kleiner... Oh, Mann! Ja, da müssen wir halt irgendwie... ja, da musst du doch hier hochgehen. So, mal direkt davor stellen. Mann! Das ist doch zum Mäusemelken hier. Du sollst da hoch. Ne, nicht da hoch. Doch, ja doch, geht da hoch. Ist okay. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, der Opa ist auf Zack. Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Das heißt wohl, noch, alter Mann. Noch eine Nacht draußen schlafen, oder wie? Ja, sieht so aus. Gut, Leute, wenn ich mein Nachtlager suche, verabschiede ich mich von euch. Wünsche noch einen angenehmen Abendtag oder wann immer ihr schaut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!